Hallo meine Lieben, nach den ganzen Meldungen und Diskussionen um von David Grush angestoßenen UFO-Bergungsprogramm des Pentagons der USA und den verschiedenen Gerüchten, Leaks über sogar antike UFOs, die dort gefunden worden sind, zum Beispiel in Südkorea, kommen nun immer mehr Meldungen. Und die neueste Meldung ist sind freigegebene Fotos aus einem geheimen UFO-Bergungsprogramm. Reverse Engineering Programm, und jetzt kommt es, aus dem Jahr 1897, und folgende Fotos sollen uns dies beweisen. Was genau dahinter steckt und welcher wahrer Kern dort dahinter steckt, indem es sogar um einen außerirdischen toten Piloten geht, der christlich bestattet worden ist, das schauen wir uns wie immer nach dem Intro an. Es sind wirklich seltsame Fotos, die dort gerade durch die sozialen Medien schwirren. Freigegebene Fotos aus dem geheimen UFO-Bergungs-Reverse-Engineering-Programms des Pentagons aus dem Jahr 1897. So ist es überall dort zu lesen, wo diese seltsamen Bilder auftauchen. Und sie scheinen gar nicht so offensichtlich mit einer KI oder sonst etwas produziert worden zu sein, wie man denn auf den ersten Blick denken würde. Aber wir starten direkt und schauen uns diese sehr seltsamen, mysteriösen Bilder einmal an. Das erste Bild zeigt uns sieben Leute, zeittypisch gekleidet, ein paar sogar mit Cowboyhüten, die dort an einem typischen UFO stehen, wollen wir es mal so nennen, die typische Untertassenform, und manch einer von ihnen scheinen sogar das Objekt betreten zu haben. Das zweite Foto zeigt uns dann etwas noch viel Seltsameres, nämlich eine Art Astronautenanzug, der uns sehr spacig und sehr altmodisch, möchte man es fast nennen, erscheint. Doch das Interessante an diesem Foto ist, dass die Menschen dort darauf nicht wie bei anderen bekannten KI-Fälschungen dort ziemlich klar zu erkennen sind. Sollte es sich tatsächlich um KI-produzierte Bilder handeln, so muss doch noch ein Mensch dort Hand angelegt haben und alte Bilder dort mit den KI-erstellten Bildern kombiniert haben, sagen wir es mal so. Das dritte Bild, das kommt mir fast schon aus den neueren Alien-Filmen bekannt vor, auch wenn es nicht 100%ig passt. Aber das ganze Design erinnert doch an den berühmten Schweizer Designer H.R. Giger, der eben diese Kostüme, diese Aliens für den berühmten Alien-Film entworfen hat. Euch kommt es bestimmt auch bekannt vor. Und auch hier sehen wir wieder sehr detaillierte Gesichter, wo man davon ausgehen kann, dass zumindest die Gesichter nicht von einer KI erstellt worden sind. So weit geht es dann doch noch nicht. Das nächste Bild ist ein reines Schwarz-Weiß-Bild, also nicht diese Sepia-Tönung, die wir davor gesehen haben, und zeigt uns ein altmodisches Flugzeug à la Gebrüder Wright und oben in der rechten Ecke tatsächlich wieder dieses scheibenförmige Objekt mit einer kleinen Art Antenne darauf, und auch die Menschen, die dort drauf zu sehen sind, sind ihrer Zeit typisch gekleidet. Das nächste Foto zeigt uns dann wieder ein typisches Wrack, wie wir es uns so vorstellen würden, und eine Reihe von Menschen, die da drauf schauen. Zumindest ist es ein relativ kreisrundes Objekt, das anscheinend auf den Kopf zu stehen scheint, denn wir sehen noch diese leichte Wölbung wie eine Kuppel, wie ein UFO, das man sich in den 40er, 50er Jahren des 20. Jahrhunderts so rum vorstellen würde. Aber diese Bilder sollen halt aus dem Jahr 1897 stammen. Und auch das nächste Foto zeigt uns nicht ein so ganz kreisrundes, aber ovales Objekt.
anscheinend irgendwo in der Wüste. Es könnte jetzt auch in Roswell sein, dem berühmten Roswell-Absturz im Jahr 1947. Soll es aber nicht sein. Es soll bereits 50 Jahre vorher geschehen sein. Und das letzte Bild zeigt uns dann sogar noch eines dieser geborgenen Aliens wieder. Ja, sehr typisch für den Schweizer Designer HR Giga. Wir kennen es, es kommt uns so vertraut vor, wie aus den Alien-Filmen, wie dieser Erschaffer. Vielleicht wisst ihr, worüber ich rede. Ganz hinten sogar noch eine Art Poster von einer Krankenschwester. Alles sehr, sehr skurril. Und wir nehmen einfach mal an, dass diese Bilder, diese vermeintlichen Fotos aus dem Jahr 1897 mit Hilfe einer KI erstellt worden sind. Es wäre für mich schon allein anhand der Bildqualität, ihr seht keine Risse, ihr seht keine für die damalige Zeit typischen Flecken auf den Fotos. Diese sind einfach viel zu gut, um jetzt wirklich aus dem Ende des 19. Jahrhunderts zu stammen. Was die ganze Sache aber interessant macht, ist eben das Jahr 1897. Und genau dort soll es nämlich einen echten UFO-Absturz gegeben haben. In Aurora in Texas, im US-Bundesstaat Texas. Und dieser ist sehr, sehr viel interessanter, wie vielleicht diese, auf den ersten Blick interessant wirkenden Bilder, die wir, wie gesagt, einmal einer KI zuschreiben wollen. Aber der UFO-Vorfall in Aurora, Texas, der ereignete sich, Berichten zufolge am 17. April 1897 und ist sehr viel interessanter, auch wenn es da, logischerweise keine Fotos zu gibt. Und zwar ist genau dort in Aurora in Texas nach Angaben von Einheimischen ein UFO abgestürzt auf einer Farm in der Nähe von Aurora in Texas eben. Und dieser Vorfall, also ähnlich dem bekannten Roswell-Vorfall 50 Jahre später, soll auch zum Tod des außerirdischen Piloten geführt haben. Der Pilot sei nicht von dieser Welt, hieß es damals, soll also ein Außerirdischer gewesen sein. Dieser außerirdische Pilot wurde gar auf den örtlichen Friedhof beigesetzt und als Markierung wurde gar ein Grabstein aufgestellt, der jedoch mit der Zeit dann entfernt worden ist. Genauer gesagt ereignete sich dieser UFO-Absturz am 19. April 1897 und dazu erschien gar ein Artikel in der damaligen Dallas Morning News von dem Magnaten S.E. Hayden und dort wurde dieser UFO-Absturz relativ detailliert beschrieben. Das UFO soll bereits 2 Tage vor dem Artikel gegen 6 Uhr Ortszeit in eine Windmühle gekracht sein, auf dem Grundstück eines Richters namens J.S. Proctor. Und dies führte dann auch endgültig zum Absturz. Der Pilot, von dem auch berichtet wurde, er sei nicht von dieser Welt, ein Marsianer, wie man damals 1897 annahm, überlebte diesen Absturz nicht. Beteiligt war auch ein Offizier des Army Signal Services, der auch namentlich bekannt ist, ein T.J. Weems aus dem nahegelegenen Fort Worth, der übrigens dieses Wesen, was er dort gesehen haben will, als Marsianer beschrieb. Anschließend begrub die dortige Bevölkerung, waren gerade mal 100 Leute dort ansässig, mit christlichen Riten auf einem nahegelegenen Friedhof. Also ziemlich verrückt, aber auch irgendwie zu dieser Zeit passend. Berichten zufolge wurden dann die Trümmer von der Absturzstelle in einen nahegelegenen Brunnen unter der beschädigten Windmühle geworfen, also genau dort, wo das UFO hineingekracht sein soll. Andere Teile des UFOs sollen diesem Außerirdischen, diesem vermeintlichen Marsianer, als Grabbeigabe mit beigelegt worden sein. Aber damit ist die ganze Geschichte noch nicht zu Ende. Es kam dann nämlich Jahre später zu einem kleinen Mysterium, hervorgebracht von einem gewissen Mr. Browley Oates. Der kaufte nämlich 1935, also fast 40 Jahre später, das Anwesen von diesem Richter Proctor, auf dessen Grundstück das UFO abgestürzt sein soll. Oates, also der Käufer des Grundstücks 40 Jahre später, entfernte eines Tages den Schutt aus dem Brunnen, um ihn als Wasserquelle zu nutzen, entwickelte jedoch kurz Zeit später einen extrem schweren Fall von Arthritis und dieser behauptete später dann, es sei
eben das Ergebnis von den kontaminierten Wassern aus den UFO-Trümmern, die halt in diesem Brunnen gekippt worden sein sollen. Irgendeine Art von Strahlung oder chemischen Rückständen und die noch an den Bruchstücken des UFOs verhaften blieben. Daraufhin versiegelte Oates den Brunnen dann mit einer Betonplatte. Ja, und da kriegen wir wieder die Kurve zu den heutigen Berichten von dem UFO in Südkorea, dem antiken UFO, wo ja die US-Regierung angeblich ja diese Betonplatte über das UFO, natürlich im größeren Maßstabe, dort herübergebaut haben soll. Ein wirklich interessanter Bericht, der natürlich sehr schwer nachverfolgbar ist, da er eben schon so alt ist, 130 Jahre fast zurücklegend, aber dennoch gibt es diese, wir nennen es mal Geschichte, die natürlich perfekt zu dem vermeintlichen UFO-Bergungsprogramm des Pentagons passt, des Reverse-Engineering-Programms, das im Jahr 1897 stattgefunden haben soll, was ja diese KI-Bilder uns einmal zeigen wollen. Aber wie gesagt, jedes Mysterium hat einen wahren Kern. Diesen wahren Kern habe ich euch heute ein bisschen näher gebracht und ich hoffe, ich konnte euch auch mit diesem Video ein bisschen informieren, unterhalten und den Abend spannender gestalten. Schreibt mir wie immer eure Meinung zu den Bildern als auch zu diesem mysteriösen Fall in Aurora, Texas in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.